بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على سنك بيت الله وهان دبلتنا الله سيجي من هذه محمد صلى الله عليه وسلم Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass Muhammad, Allahs Diener, sein Gesandter ist. Willkommen nach einer längeren Pause zu einem Unterricht, inshallah, über den Arba'in al-Nawawi, über die 40 Nawawi Hadithe. Und das die vorletzte Sitzung, inshallah. Heute werden wir die Hadith Nummer 11 und 12 durchnehmen. Dann, inshallah, beim nächsten Mal die letzten übrig gebliebenen Hadithe, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns bis zum nächsten Mal leben lässt. Der heutige Hadith ist der von dem Enkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam überlieferte, Al-Hasan ibn Ali. Also ibn heißt immer Sohn von, also Hasan, der Sohn von Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhuma. Das möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Das sagt man immer, wenn der Vater auch ein Sahabi war, wie die Person, von der man spricht. Er radiallahu ta'ala anhu wurde, also Al-Hasan radiallahu ta'ala anhu, sowie sein Bruder Al-Hussein, beide wurden als Raihana bezeichnet, was so viel bedeutet wie eine duftende Pflanze. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie so in einem Hadith bezeichnet, als wären sie seine beiden duftenden Pflanzen des Paradieses. Er berichtet, dass er sagte, ich habe vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes gelernt: Hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ein ganz kurzer Satz, und zwar: Unterlasse das, was in dir Zweifel hervorhebt, für eine Sache, die in dir keine Zweifel hervorhebt. Dieser Hadith überliefert bei Tirmidhi und bei An-Nasa'i, und At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, der Autor von Al-Jami' al-Tirmidhi, was auch als einer der vier Sunan-Werke bezeichnet wird, er sagt, dieser Hadith ist Hasan Sahih. Dieser Hadith, der ist sehr kurz, aber er ist sehr wichtig, genauso wie es viele Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt, die zwar kurz sind, aber dahinter steckt vieles. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, lehrt uns, wie wir umzugehen haben mit Dingen, bei denen wir uns eben nicht sicher sind. Dinge, die in unserem Herzen Zweifel hervorheben, Zweifel hegen, wenn wir bei bestimmten Sachen nicht sicher sind, ist das gut oder ist das nicht gut, ist das halal oder ist das haram, in verschiedensten Dingen, sowohl in Gottesdiensten als auch in alltäglichen Dingen. Prinzipiell lernen wir aus diesem Hadith, dass derjenige Muslim ist angesprochen, der ein gesundes Herz hat, dass er auch auf sein Herz vertrauen soll. Das heißt, er soll auf sein Herz hören. Derjenige, der gläubig ist, er fühlt mit seinem Herzen, ob diese Sache eine Sache ist, der er sich hingeben kann, bedenklos, ohne Bedenken, oder ob es eine Sache ist, die vielleicht Allah Azza wa Jal nicht gefällt, und deswegen sollte er lieber davon die Finger lassen. Und wie es auch in einer anderen Überlieferung heißt, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, befrage dein Herz, auch wenn die Leute dir etwas gesagt haben. Und wortwörtlich heißt es, also man könnte es auch übersetzen, befrage dein Herz, auch wenn die Leute dir eine Fatwa gegeben haben, egal wer dir das gegeben hat, trotzdem im Endeffekt, du weißt am besten Bescheid über dich selbst. Denn ihr wisst ja, wie es ist, wenn man zu einem Mufti geht und ihm eine Frage stellt, dann wird die Frage abhängen, Entschuldigung, die Antwort wird ganz stark abhängen von der Frage, wie sie gestellt ist. Ja? Wenn die Frage formuliert ist, anständig und wie es sich gehört, und alles wird berücksichtigt, damit der Mufti ein schönes Gesamtbild bekommt, ein richtiges Bild bekommt, dann wird er dir auch eine richtige Antwort geben auf deine Situation. Aber wenn du natürlich nur deine Frage teilweise stellst, dann wird die Antwort dementsprechend ausfallen. Und das merkt man manchmal, wenn einer eine Frage stellt und dann kommt die Antwort und dann sagt der Fragende, nee, ich meinte eigentlich was ganz anderes. Ja? Dann ist es sehr oft nicht der Fall, dass der Mufti nicht verstanden, nicht, dass er falsch liegt, sondern die Frage ist öfter nicht richtig gestellt worden. Und deswegen, manche Gelehrten, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, wenn
der Fragestellende die Frage nicht richtig formuliert hat, dann hat, bevor der Gelehrte ihm die Antwort gegeben hat, hat er erstmal den Fragenden nochmal gefragt, meinst du das und das mit deiner Frage? Und dann sagt er zum Beispiel, nein, ich meinte eigentlich das und das und das. Dann sagt der Lehrer zu ihm, okay, dann solltest du die Frage so und so stellen. Ja? Weil wie man die Frage stellt, das ist schon die halbe Antwort. Du kannst die Frage so stellen, dass du eine bestimmte Antwort sogar bekommst. Und das machen auch manche Leute. Manche Leute machen das. Manche Leute wollen eine bestimmte Antwort haben. Und deswegen stellen sie die Frage auf eine bestimmte Art und Weise. Ja? Und sie denken dann, dass die Antwort dann auch in Ordnung ist. Sie können sie sagen, der Gelehrte so und so hat mir diese Antwort gegeben. Aber das stimmt nicht. Kommt davon, wie du die Situation beschreibst. Ja? Deswegen, wie man die Frage stellt, ist sehr entscheidend. Und die Sünde lastet dann natürlich nicht auf dem Mufti, aber es gehört zur Reife eines Gelehrten natürlich, dass er versteht, was der Fragende eigentlich meint. Denn du kannst nicht von jedem Menschen erwarten, dass er weiß, wie er seine Frage formuliert. Und es gehört zur Stärke des Gelehrten, dass er auch bestimmte Details erfragt. Stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und fragt dich in Bezug auf die Erbschaft. Er sagt zu dir, mein Vater ist gestorben. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Okay? Mein Vater ist gestorben. Wie viel darf ich vom Erben bekommen? Wie viel bekomme ich vom Erben? Dann die Frage ist ja so überhaupt nicht vollständig formuliert, weil das stimmt zwar, aber er kann die Antwort erst geben, wenn er noch weiß, ob es andere Menschen gibt, die neben dir miterben. Ja, weil dein Anteil, die hängt ja ab von anderen Leuten, die noch leben oder eben nicht mehr leben. Und das ist, wie gesagt, ein einfaches Beispiel, wo der Mufti eben nachfragen muss. Und das ist halt auch sehr gefährlich, weil manchmal denkt man, man hat die Antwort verstanden, man denkt, man hat die Frage verstanden, aber in Wirklichkeit, die Frage hat man nicht richtig verstanden. Dieser Hadith lehrt uns, dass wenn du einem Gelehrten eine Frage stellst, dann musst du ihm die Frage präzise stellen. Und es gibt Fälle, wo am Endeffekt du bist der letzte Mufti. Im Endeffekt, du bist der letzte Mufti, es geht keinen Weg dran vorbei. Weil es gibt Fragen, die kannst nur du beantworten. Wenn zum Beispiel du einem Gelehrten die Frage stellst, du sagst ihm, ich bin krank, muss ich fasten? Im Ramadan zum Beispiel. Dann wird er dir nur eine allgemeine Antwort geben können. Und er sagt dir dann sinngemäß, so und so, in der Bedingung brauchst du nicht fasten, wenn es für dich außerordentlich anstrengend ist. So, dieses Wort außerordentlich, wer interpretiert das im Endeffekt? Du selbst. Ja? Du selbst bist derjenige, der entscheidet, ob das Fasten für dich zu anstrengend ist oder ob du es locker aushalten kannst. Kann sein, der gleiche Schmerz, eine Person hält es aus, andere hält es nicht aus. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, du bist im Endeffekt der letzte Mufti, der sozusagen entscheidet, die Antwort dieses Gelehrten, passt die auf meine Situation oder passt sie nicht auf meine Situation? Und diese Frage kannst du dir selbst beantworten. Aus diesem Hadith lernen wir, umzugehen in verschiedenen Situationen. Zum Beispiel, nicht nur in Bezug auf Ibadat, aber auch in Bezug auf Mu'amalat. Ich will ein paar Beispiele erwähnen. In Bezug auf das Essen. Du bist dir nicht sicher, ist das halal oder ist das haram? Halas. Der Hadith hat dir die Antwort gegeben. Wenn du nicht sicher bist, lass weg. Ja? Er sagt zu dir, lass eine Sache weg, bei der du dir nicht sicher bist. Für eine Sache, bei der du sicher bist. Fertig. Und deswegen, Alhamdulillah, durch diesen Hadith und auch durch den Hadith von Nu'man ibn Bashir, radiallahu ta'ala, wo er gesagt hat, dass was halal ist, ist klar und was haram ist, ist klar und dazwischen gibt es Dinge, die unklar sind. Ja? Und dieser Hadith hat uns auch gelehrt, dass diese Dinge, die unklar sind, die lassen wir weg. Fertig. So, dieses natürlich, um das vorne wegzunehmen, bevor wir andere Beispiele nehmen, wir werden auch über Heirat, über Arbeit, über andere sprechen, aber bei diesen Beispielen hört man auf sein Herz, wie gesagt, solange das Herz gesund ist natürlich. Also diese Sache lehrst du nicht einer Person, die ein schwarzes Herz hat. Weil ihr Herz sagt, das ist okay. Aber in Wirklichkeit, das ist nicht okay. Ja? Das ist die eine Sache. Zweite Bedingung ist,
dass es nicht krankhaft ist. Das heißt, diese Zweifel, die du hast, dürfen nicht krankhaft sein. Weil manche Leute haben immer Zweifel und sind sich immer unsicher. Und das kann zu einer psychischen Krankheit werden. Wenn er jedes Mal zweifelt, meinetwegen, ob er ob das, was er isst, halal ist, zum Beispiel. Du kannst an allem zweifeln, wenn du willst. Alles. Sogar von einem Muslim kannst du sagen, sogar wenn ein Muslim sagt, ich habe das gerade eben geopfert, kann sein, er hat einen Fehler dabei gemacht. Ja? Aber diese Art von Zweifel, die interessiert uns nicht. Es darf nicht krankhaft werden. Ja. Wodurch zeigt sich die Krankhaftigkeit? Indem es eben, wie gesagt, gehäuft kommt. Manche Leute, möge Allah uns davor bewahren, sie haben diese Krankheit der Waswasa, wie man sie nennt. Das ist eben die Einflüsterung des Shaitan. Indem sie, eine der bekannten Einflüsterungen ist beim Wudu. Eine Person jedes Mal, wenn sie Wudu gemacht hat, sie hat Angst und denkt, dass ihr Wudu nicht vollkommen ist. Sie denkt nach dem Wudu, vielleicht habe ich ja doch vergessen, meinen Arm komplett zu waschen. Und er sagt, vielleicht habe ich ja doch vergessen, meinen Mund zu spülen. Weil hinterher, du vergisst vieles. Oder nach dem Gebet, wir haben jetzt alle, Alhamdulillah, zusammen Maghrib gebetet. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch sicher daran erinnern, dass ihr Fatiha in der dritten Raka'a gelesen habt? Vielleicht habt ihr vergessen. Also jetzt im Nachhinein, was war gestern? Allahu a'lam, was gestern war. Ja? Deswegen, diese Art von Zweifel sind nicht interessant. Diese Art von, auf die bauen wir nicht auf. Heirat. Du bist dir nicht sicher. Diese Frau, ist sie für mich eine gute, rechtschaffene Lebenspartnerin oder auch für die Schwester? Schwester überlegt sich, ist dieser Bruder wirklich ein Bruder, den ich heiraten sollte, islamisch, und bringt er mich in meine Religion auch voran? Ich bin mir nicht sicher. Lass weg. Es gibt Leute, die waren sich sicher und die haben sich in Probleme gebracht. Ja. Also wenn du dir nicht sicher bist, lass das weg. Aber begründet, wie gesagt. Begründet heißt, du erkennst an ihm Anzeichen, an diesem Bruder, dass er nicht geeignet ist. Durch Leute, die mit ihm zusammen gelebt haben oder ähnliches. Dann entscheidest du dich lieber für eine Sache, die eben sicherer ist. Bei der Arbeit, genau das Gleiche. Du bist dir nicht sicher. Ist dieses halal oder ist es haram? Ja? Wenn du nicht die Möglichkeit hast zu fragen, dann lass die Sache eben weg, wenn du nicht sicher bist, damit du eben haram aus dem Weg gehst. Und Allah wird dich belohnen dafür. Du gehst zwei Wege. Du fährst von einer Stadt zur anderen Stadt. Du weißt nicht, welcher Weg ist für dich besser und sinnvoller. Ja? Auch bei weltlichen Dingen. Ganz einfach. Du weißt nicht, hier gibt es vielleicht Stau, da gibt es sicherlich keinen Stau. Ihr kennt das Beispiel, ihr wollt zu einem bestimmten Ortschaft fahren und einen Weg kennt ihr. Und dann plötzlich kommt die, auf Deutsch sagt man Schnapsidee bei uns, wir sagen, weiß nicht was für eine Idee. Wir sagen, plötzlich kommt die Idee, sagst du, ich will mal einen neuen Weg probieren, ich glaube, der ist schneller. Und dann verfährst du dich und am Ende merkst du, der war nicht schneller, sondern der war viel länger. Warum? Weil du hast etwas ausprobiert. Und bist dann eben, hast du eben einen Fehler gemacht. Bei Ibadah, das Gleiche, du bist dir nicht sicher, dann warte eben, bis du sicher bist. Zum Beispiel beim Maghrib-Gebet. Du sitzt zu Hause, du weißt nicht, ist Maghrib, ist noch nicht Maghrib, ist die Sonne unter, ist die Sonne noch nicht unter. Isha, vielleicht realistischer, du weißt, ist Isha, ist noch kein Isha. Welcher Kalender sollst du nehmen? Ha? Warte eben, bis du sicher bist. Wann bist du sicher? Naja, wenn alle Kalender das sagen, alle realistischen, manche Kalender. Bei denen gibt es keine. Aber wenn du sicher bist, wenn bei allen das ist, dann bist du sicher. Ja? Du musst ja nicht warten, bis du hundertprozentig sicher bist, sondern du musst ja warten, bis du überzeugt bist, wie wir lernen im Al-Fiqh. Ja. Dann das Gleiche bei Sonnenuntergang gibt es ja das Gebet und da trifft auch das Fasten zu. Ja? Das ist genau das Gleiche. Nachts das Gleiche. Nachts. Was die Fajr-Zeit angeht, weißt nicht, ist Fajr schon, ist noch nicht Fajr, warte eben, bis du sicher bist. Irgendwann ist es so hell am Horizont, dass du weißt, dass es Fajr. Gute Freunde, schlechte Freunde.
dein Bruder, du weißt nicht, ist der gut für dich oder ist er schlecht für dich? Wenn er, natürlich kann man das normalerweise deutlich erkennen, aber Allahu a'lam, jeder Mensch hat eine andere Fähigkeit, Sachen aufzunehmen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob dieser Bruder dich oder dieser Freund dich in der Religion voranbringt und vorwärts bringt und festigt, halas, lass ihn weg. Du musst ja nicht deine Religion aufs Spiel setzen und deine, wie gesagt, dein Leben sogar teilweise aufs Spiel setzen, nur wegen einer Person. Halas, es gibt viele andere Menschen. Geh also immer auf Nummer sicher. Warum haben wir gesagt, dass dieser Hadith gilt für Leute, die ein relativ gesundes Herz haben? Ja? Weil es gibt Leute, sie haben kein so gesundes Herz. Und deswegen gibt es eine Erzählung. Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu, er wurde von Leuten aus dem Irak gefragt über das Blut einer Fliege. Und das Blut, also das Blut einer, offensichtlich wurde er gefragt, Blut einer Fliege, ist das entweder kann bedeuten, ist es Tahir oder nicht, oder ist es Najis, ist es rein oder ist es dreckig, islamisch, also gesetzlich gesehen. Vielleicht meint er auch, ob man Fliegen töten darf überhaupt. Darf man Fliegen töten, ja. Und dann, ihr wisst da, dass die Leute im Irak, oder eine Gruppe von den Leuten im Irak, sie sind diejenigen, die eben den Enkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam getötet haben. Al-Hussein, radiallahu ta'ala anhu. Und deswegen sagte er, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sie fragen mich nach dem Blut von einer Fliege, wo sie den Enkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam getötet haben. Ja. Das heißt also, es gibt Menschen, deren Herzen so abgeschweift sind, dass sie dass sie ihr Herz lieber nicht fragen sollten, denn ihr Herz wird ihnen keine saubere und gute Antwort geben. Denn sie haben sich, sie hätten sich eher die Frage stellen sollen, als sie einen Muslim töten zu Unrecht, ob sie das sollten. Und wenn ihr Herz da gesagt hat, okay, mach, dann was spielt die andere Sache noch eine Rolle. Und das finden wir öfter, dass also mehr als einen Text in der Hadith oder im Koran, dass wenn eine Sache gilt, dann gilt eine andere Sache erst recht. Wenn eine Sache gilt, dann gilt eine andere Sache erst recht. Das ist der erste Hadith, liebe Geschwister. Der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Es gilt, ihn umzusetzen, dann hat man es im Leben wirklich viel, viel einfacher. Und auch, das gilt auch vielleicht ein weiteres Beispiel, als letztes Beispiel, damit man sieht, wie entscheidend der Hadith ist und wie man auch wirklich danach handeln kann, immer. Auch die Frau. Die Frau, wenn sie ihre Tage hat, das ist bei manchen Frauen ein Problem. Also die wissen nicht, ist das Blut, was sie bekommen haben, Menstruationsblut, Hayd, oder ist es krankhaftes Blut? Also gemeint ist die Hada. Ist die Hada jede Art von Blut, die nicht menstruationsbedingt ist. Ja? Dann, die Frau handelt ebenfalls danach. Wenn sie die ganze Zeit Tahir gewesen ist und sie ist sich nicht sicher und sie hat keinen starken Hinweis darauf, dass das Menstruationsblut ist, Hadas. Ja, das ist nur jetzt einfach ausgedrückt. Das Thema ist natürlich größer als das, ja. Aber so verfährt man immer am sicheren, auf dem sicheren Weg. Ja. Umgekehrt genauso. Die Frau hat ihre Tage und sie weiß nicht ganz genau, sind sie jetzt vorbei oder sind sie noch nicht vorbei. Fertig, dann warte, bis du sicher bist, dass sie vorbei sind. Damit du nicht etwas machst, was haram ist. Weil wenn du betest und du bist ha'ir, das ist haram. Ja. Wallahu a'lam. Der zweite Hadith, liebe Geschwister, ist der Hadith von Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, der ebenfalls ein Grundsatz in unserer Religion darstellt. Dieser Hadith an sich ist umstritten, aber unabhängig davon, ihr wisst ja, wenn eine Aussage dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben wird, dann, und wenn sie nicht unbedingt authentisch ist, also wenn es verschiedene Ansichten gibt unter den Gelehrten, dann schließt es nicht aus, dass die Bedeutung dieses Hadithes korrekt und in Ordnung ist. Das heißt also, das, was wir jetzt sagen werden, ist auf jeden Fall mit anderen Ayat oder Hadithen wunderbar überein, wie sagt man,
Vereinbar. Wunderbar vereinbar. Ja. Das heißt aber, hat der Prophet das so wortwörtlich gesagt? Kann sein nicht. Ist aber auch nicht so entscheidend, weil wir wollen die Lehre daraus ziehen und die ist auf jeden Fall richtig. Und zwar wird berichtet, dass Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: Min husni islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Das heißt, zum schönen Muslim sein gehört es, dass man sich von Dingen raushält, die einem nichts angehen. Zum guten Islam-Charakter eines Menschen gehört, dass er sich von Dingen raushält, die ihn nichts angehen. Dieser Hadith wird überliefert von At-Tirmidhi und anderen. Und At-Tirmidhi sagt, der Hadith ist, Entschuldigung, An-Nawawi rahimahullah ta'ala sagt, der Hadith ist Hasan. Und dass man sich aus Dingen raushält, die einem nichts angehen, damit soll ausgesagt werden, dass man sich mit Dingen beschäftigen soll, die für einen wichtig sind und entscheidend sind. Und man soll sich nicht mit Dingen beschäftigen, die einem deine Zeit verschwenden, denn es gibt, und das fällt eben auf, viele Fragen, die die Menschen stellen, die sie einer Person stellen, auch wenn sie zum Beispiel einiges gelernt hat. Aber viele einfache Leute, sie schaffen es trotzdem, Fragen zu stellen, die man nicht beantworten kann, auch wenn man studiert hat. Warum? Weil derjenige, der studiert und lernt, der lernt geordnet. Und der lernt das Wichtige, das Wichtigste und dann das Wichtige und dann das weniger Wichtige. Aber viele Leute, sie stellen Fragen vom absolut Unwichtigen und dahin kommt er nicht. Weil er hat, dahin kommt er nicht. Ich sage euch ein einfaches Beispiel. Wenn man jetzt, meinetwegen, was lernt man? Ha? Man lernt Fiqh zum Beispiel. Ja, die Gelehrten des Fiqh, die fangen meistens an mit der Reinheit, dann über das Gebet, dann die Ibadat halt durch, ja, und dann die Muamalat. Und bist du da angekommen, bist es schon einige Jahre vergangen. Okay? Aber du deckst natürlich dadurch, Alhamdulillah, 99% aller Fragen der Leute ab, aber die Leute haben trotzdem bestimmte Fragen, die nicht im Tafsir oder im Fiqh behandelt werden und eine große Rolle spielen. Ja. Und der Grund ist warum? Weil manche sich interessieren, und es ist auch nachvollziehbar, dass sie sich interessieren für Dinge, die nicht so entscheidend sind. Die nicht so entscheidend sind. Natürlich, was wichtig ist und was nicht wichtig ist in unserer Religion, was jetzt entscheidend ist und nicht entscheidend ist, was ich jetzt halt erwähne, das darf nicht bestimmt werden durch deine eigene Entscheidung, durch deinen eigenen Willen, sondern gemeint ist, was wichtig und nicht wichtig ist, gemäß Allahs Gesetz, was Allah Azza wa Jal uns deutlich gemacht hat, dass das wichtig ist. Und was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns deutlich gemacht hat, dass es auch in unserer Religion wichtig ist. Ich sehe vielleicht ein paar Beispiele, um das klar zu machen. Es fällt vielen von uns, oder vielleicht sogar jedem von uns, fallen uns in der Religion bestimmte Dinge einfach. Der eine kann wirklich jeden zweiten Tag fasten. Das ist überhaupt kein Problem. Der andere, er kann sehr viel in der Region lesen. Der nächste kann sich sehr gut um seine Familie kümmern. Der nächste kann sehr viel, sehr leicht aufwendig lernen. Ja? Aber was haltet ihr von einer Person, die falsche Prioritäten setzt? Und darum geht es ja auch in diesem Hadith. Das ist eine der sicherlich wichtigen Bedeutungen dieses Hadithes. Was haltet ihr von einer Person, die lernt sehr viel in Religion und liest viel und Alhamdulillah fastet viel, macht auch viel Ibadah. Und wir reden jetzt nicht über die Pflichten, die er machen muss. Das ist mir klar, dass er betet und Ramadan fastet und Zakat und was. Die Pflichten ist nicht das Problem. Ich rede von freiwilligen Sachen. Er beschäftigt sich mit der Religion, er lernt viel und so weiter und so fort. Aber
wenn du ihn fragst, wenn du seine Eltern fragst, die sind mit ihm nicht zufrieden. Die sind mit ihm nicht zufrieden. Islamisch begründet nicht zufrieden. Also warum? Weil er eben meinetwegen mit seinen Eltern nicht gut umgeht. Oder dem er macht das zwar in der Religion schon viele Dinge, aber andere Pflichten unterlässt er, die viel wichtiger sind. Ein anderes Beispiel, eine Person, die sehr gerne anderen Menschen hilft und sehr oft in die Moschee kommt und sehr hilfsbereit ist und immer, wenn irgendwas gemacht wird, und auch in der Moschee meinetwegen aktiv ist und so, ja. Aber wenn du ihn genauer betrachtest, er macht zwar, mashallah, vieles und so, aber wenn du genau betrachtest, er vernachlässigt seine eigene Familie. Ja? Zum Beispiel, er vernachlässigt meinetwegen seine Frau, er vernachlässigt seine eigenen Kinder. Sie kennen das vielleicht nicht anders, deswegen beschweren sie sich nicht, aber in Wirklichkeit, wenn man Da'wah machen will, dann ist doch das Erste, wo man anfängt, seine eigene Familie, oder? Weil die sind ja, also eigene Familie, die eigene Ehefrau, manche eigene Kinder, die Eltern, weil die sind doch die, die einem am ehesten, sag ich mal, zuhören. Aber die Eltern sind ein bisschen schwieriger, ein schwierigeres Thema. Aber die eigene Ehefrau und die eigenen Kinder, das sind diejenigen, die man am besten bei ihnen eigentlich Dauer machen kann. Weil die hören einem gut zu und die müssen einem zuhören. Ja. Aber es macht ja keinen Sinn, dass man seine eigene Familie vernachlässigt. Oder eine andere Person, die zum Beispiel ihre Religion lernt und sehr oft in die Moschee kommt. Und Koran lernt und weiß nicht was, aber die will nicht arbeiten gehen. Die will nicht arbeiten gehen. Also die will lieber vom Sozialamt leben oder vom Arbeitslosengeld leben, ja. Aber mit der Begründung, und das hört man, das ist ja nicht so, das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Sie sagt zum Beispiel, ich möchte lieber, weil so kann ich mich besser auf meine Religion konzentrieren. Welchen Teil der Religion meinst du jetzt? Du meinst den freiwilligen Teil, der dir gefällt. Aber was ist mit dem nicht freiwilligen Teil, der Allah dir auferlegt hat, dass du dich kümmerst um dich, um deine Familie. Das ist ja, manche Leute sagen, ich arbeite, warum soll ich arbeiten? Ich kriege dann fast so viel, wie ich jetzt kriege. Ja? Ja, der Unterschied ist, eines vielleicht halal, haram. Das ist ein Unterschied. Du sagst doch auch nicht, 100 Euro ist 100 Euro, ob sie von Zinsen kommen oder von weiß ich was. Das ist ein Unterschied. Ja, du kannst nicht sagen, ist egal. Nein, das eine ist erlaubt, das andere ist mindestens zweifelhaft, je nach Situation. Ich will das nicht verallgemeinern. Die Menschen sind unterschiedlich. Manche können nicht, aber manche wollen nicht. Gibt beides. Ja. Aber dass man dann sagt, nee, ich arbeite lieber nicht und lieber, dass ich fünfmal beten kann in der Moschee, diese Begründung, ich weiß nicht, wer das ihnen gesagt hat. Das Problem ist halt immer die einseitige Betrachtung der Religion. Ihr kennt das Beispiel, die Krankheit, die es überall gibt. Eine Person sagt, es reicht, wenn ich ein guter Muslim bin. Aber wer definiert dieses Wort guter Muslim? Er selbst natürlich. Ja? Und das ist das Problem. Er denkt, wir haben mindestens zwei Extreme. Das eine Extrem sagt, wenn ich freundlich bin und gut bin und so, bin ich besser als derjenige, der betet und, sagen wir mal, dessen Gebet keine Auswirkungen auf ihn hat. Nach dem Prinzip im Koran, Qawlun ma'ruf wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha. Das heißt also, Qawlun ma'ruf, das heißt ein gutes Wort, jemandem zu sagen. Und gemeint ist, wenn der Bettler zu dir kommt, dass du ihm ein gutes Wort sagst und ihm keine Spenden gibst, ist besser, khayrun min sadaqa, besser als eine Sadaqa, die du ihm gibst, yatba'uha adha, und der nachher eine Kränkung folgt. Nach dem Motto, hier, nimm das Euro und jetzt verschwind. Ja? Da kann sein, er sagt dir, hättest du mir weder den Euro gegeben, noch gesagt, verschwind, wäre mir lieber gewesen, weil so nimmt er den Euro und ist den ganzen Tag traurig. Hast du ihm seine Laune kaputt gemacht. Ja? Deswegen, so nach dem Motto. Nur davon reden wir natürlich, dieses Prinzip so zu verallgemeinern, ist sicherlich nicht richtig, weil wir müssen uns erstmal die Pflichten erfüllen. Und dann reden wir über weitere gute Dinge. Manche Leute sagen, vielleicht sogar Frauen sagen, ist besser, dass ich keinen Hijab trage, damit die Leute mir zuhören und ich mit ihnen Dawa machen kann. Ja? Aber sie vergessen, du machst Dawa zu was? Du machst doch Dawa zu deiner Religion.
Dann musst du auch dieses Bild der Religion richtig präsentieren, weil es bringt ja nichts, wenn du sie einlädst zu einer Religion, die nicht der Islam ist, sondern es ist so, wie du sie lebst. Das ist deine Ausübung der Religion. Da lädst du sie wirklich dazu ein. Und das soll ja nicht sein, sondern du sollst ihn ja zu dem einladen, was Allah im Koran und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der Sunna gesagt hat. Also manche Schwestern sagen, wichtig ist ein guter Charakter, wichtig ist das, das, das. Und deswegen brauche ich Hijab, ist nicht so wichtig. Nein. Du hast nicht das Recht zu sagen, manche Pflichten sind wichtig und manche Pflichten kann man weglassen. Du bist nicht Gott. Ja, Allah azawajal, er sagt, das ist wichtig und das ist wichtig und das ist wichtig und das ist unwichtig. Und deswegen machst du erstmal das, was wichtig ist. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wichtig ist noch als letzter Satz, um diesen Hadith auch inhaltlich zu bestätigen. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Eine schöne Definition eines Muslims. Er sagte, Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge und Hand die Muslime sicher sind. Was heißt Zunge und Hand? Das heißt, du brauchst keine Angst haben, dass dieser Bruder von dir über dich schlecht spricht. Du brauchst keine Angst haben, wenn du diesem Bruder etwas anvertraut hast, der wird dieses Geheimnis niemals nutzen. Brauchst du keine Angst haben. Du brauchst keine Angst haben, dass dieser Bruder Unruhe stiftet, Namima macht, indem er dir erzählt, was der erzählt hat und wodurch es zum Konflikt kommt. Ja? Einer der größten Konflikte die in Moscheen oder in Gesellschaften, dass Leute unbedacht Sachen weitergeben, was andere gesagt haben. Das heißt, die Zunge ist fast schlimmer als die Hand. Natürlich gemeint ist damit die Tat. Klar, ich bin mir sicher vor diesem Muslim. Er wird mich niemals beklauen, er wird mich niemals betrügen, er wird mir niemals etwas antun, was mir schadet. Und das ist sicherlich auch eine Bedeutung, sich rauszuhalten aus Dingen, die einem nichts angehen. Denn wenn du über jemanden schlecht sprichst, das ist eine Sache, das geht dich nichts an. Statt dass du über deinen Bruder schlecht sprichst, dann verdeck doch lieber seine Sünde. Auch wenn der Shaitan zu dir kommt, ja okay, er hat das verdient und weiß nicht was. Er hat verdient. Stell dir vor, du wärst in seiner Lage. Das alles. Stell dir vor, du bist in seiner Lage. Wenn du in seiner Lage bist, hättest du auch gerne, dass jemand sagt, das verdient er und das soll er bekommen. Oder hättest du lieber, dass man dir auch hilft und nicht darüber spricht. Zweifellos. Ja? Und ihr kennt ja den Hadith, keiner von euch ist wirklich gläubig, bis er nicht für seinen Bruder selber liebt, wie für sich. Dass man sich raushält aus Dingen, die mubah sind, damit man nicht darin übertreibt. Mubah heißt erlaubt. Eine Sache, die mubah ist, eine Sache, die erlaubt ist. Aber wenn man sich darin vertieft, kann es sein, dass man sich in Dinge verwickelt, die einem nichts angehen, und dann verschwendet man seine Zeit und opfert sie und verliert sie, und man bräuchte sie eigentlich für Dinge, die viel wichtiger sind. Und damit Allah Azza wa Jal deine Zeit segnet, halte dich einfach aus Dingen raus, die deine Zeit verschwenden. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.